Hallo alle zusammen da draußen. Erst einmal frohe Weihnachten. Ich möchte euch heute ein Geschenketipps-Video machen. Und das sollen ganz einfache Geschenke sein, die man in den letzten paar Minuten machen kann. Und ja, ich fange mal mit dem ersten Tipp. Als erstes denke ich mal, fast jeder hat zu Weihnachten Plätzchen gebacken oder etwas anderes, halt etwas Süßes. Und das kann man ganz einfach in eine Tüte packen, ein Geschenkband drum machen und verschenken. Das ist ein ganz einfacher Tipp. So, mein nächster Tipp sind Sachen, die man selber besorgt hat, also die ich denke für sich selber besorgt hat, zum Beispiel jetzt ein Duschgel oder sowas, was man ganz einfach verpacken kann und verschenken kann. Ich denke, das ist ja jetzt nichts Schlimmes, wenn man Sachen, die man sich eigentlich selber gekauft hat, verschenkt. Hauptsache es gefällt der Person. Als dritte Sache gibt es Gutscheine. Ich weiß, Gutscheine kann man beispielsweise für DM oder H&M oder Rossmann oder Saturn oder sowas machen. Das ist auch eine nette Idee, aber ich dachte jetzt eher an Gutscheine, die mehr persönlich sind. Also zum Beispiel ein Gutschein für die Eltern, dass man jetzt sagt, ich mach mal auf einen Tag, ich mach mal das die Wohnung sauber, das Haus. Oder man macht einen Gutschein für die beste Freundin oder einen Freund, was weiß ich. Wo man zum Beispiel sagt, wir gehen mal zusammen ins Kino und ich bezahle die Tickets oder irgendwie sowas. Als vierter Tipp habe ich die Idee gehabt, man könnte so eine kleine Box machen, wo man Sachen reintut, die diese Person, der man das schenkt, die das gerne mag. Zum Beispiel die liebsten Haribos oder Schokoriegel, irgendwie sowas in die Richtung. Als nächsten Tipp hatte ich die Idee, dass man einfach ein Foto macht, was ganz Einfaches, was auch wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal gemacht hat oder zumindest gehört hat. Ein Foto von sich selber oder von sich selbst und der Person, die das Geschenk bekommt, in einen Bilderrahmen packen und was weiß ich, das Nettes draufschreiben oder sowas. Als nächste Idee hatte ich eine selbstgemachte CD, also eine selbst zusammengestellte CD von verschiedenen Liedern, die zum Beispiel wichtig sind oder an die man nette Erinnerungen hat, die man vielleicht mit dieser Person teilt. Das kann man zum Beispiel perfekt für die beste Freundin machen oder sowas. Als vorletzten Tipp hatte ich die Idee, man könnte vielleicht das Lieblingsgericht machen von dieser Person oder zumindest die Zutaten für das Lieblingsgericht dieser Person machen und das Rezept einfach dranhängen. Und das ist eigentlich eine super nette Idee. Und als letzten Tipp hatte ich die Idee, eine ganz einfache Tasse zu nehmen, wo weiß ich, wo vielleicht das Bild sogar drauf ist von den zwei Personen, von sich selbst und der Person, die das Geschenk bekommt. Und in diese Tasse tut man zum Beispiel Messi, Riegel oder irgendwie sowas. Ja, das waren meine Geschenktipps und ich danke euch fürs Zuschauen und ja, genießt das Fest und habt viel Spaß. Tschüss!